was in meiner Tasche drin ist. Und viel Spaß mit dem What's in My Bag Video. So, das hier sind all meine wichtigen Sachen, die ich in meiner Handtasche brauche. Ja, so viel habe ich nicht, will ich auch eigentlich generell nicht so viel mitnehmen. Für mich ist das Wichtigste ist, mein Gerbeutel. Den habe ich von Liebeskind. Von der Größe finde ich sehr handlich, praktisch und finde ich immer perfekt für die Handtasche. Die passt eigentlich in jede Handtasche rein. Da brauche ich keinen extra Tasche kaufen dafür, dass es immer reinpasst. Dann habe ich immer meine Kopfhörer dabei. Die höre ich, bin immer oft unterwegs und höre Musik. Brauche Inspiration für meine Klavierkonzerten und ja, und es ist auch zwischendurch gut, also wenn man die anderen Leuten halt nicht stören will, seine Musik, das finde ich gut, vor allem dann kann ich auch in der Kunstakademie halt auch für mich selbst alleine Musik hören und abschalten. Dann habe ich meine Brille dabei. Die habe ich von Kiemann. Das ist schon sehr eine alte Brille. Die ist so eine typische Hornbrille. Die gefällt mir. Und das ist so braun. Eigentlich wollte ich eigentlich eine schwarze Brille, aber gab es keine mehr. Und dann habe ich eine braune genommen. Und ja, also sieht nicht schlecht aus. Vor allem, ich finde, die braune Farbe macht das Gesicht nicht so hart wie in der schwarzen Brille. Dann habe ich einen Duftstreuer, den habe ich, nehme ich unterwegs mit, wenn ich jemanden Leuten treffe oder gut riechen will. Das schadet halt nicht. Und ja, das habe ich bei Woolworth entdeckt, zufälligerweise aus einer Krabbelkiste, sonst hätte ich nicht mitgenommen, irgendwie, keine Ahnung. Und dann meinen Schlüssel nehme ich auch immer mit. Ist der von Prada, dieses Etui. Ja, das habe ich mir mal gegönnt, wo ich mal meine erste Arbeitsstelle war, also wo ich für Talbot Rundhof die Kleider genäht habe. Ja, das sind meine Schlüssel, meine wichtigen Schlüssel sind ein Teil davon. Ja. Das Etui ist so schön und schlicht und zeitlos. Da, also wenn ich in der Tasche bin, dann finde ich das so, also wenn ich nur einen Schlüsselanhänger hatte, würde ich eher mich schwer tun, Schlüssel zu finden. Also so würde ich meine Schlüssel eher schneller finden als ohne diesen Etui. Dann habe ich auch dabei meine Kamera. Momentan filme ich gerade mit meinem Handy. Ich habe ein Programm, ein Problem, weil ich habe seitdem kein Internet mehr auf meinem Laptop und deswegen muss ich eine Alternative suchen. Ja, also mit meinem Handy. Also momentan, also normalerweise filme ich ja nur mit meinem Canon Legrea HF R406. Die finde ich von der Qualität sehr gut. Und ja, also da drin ist auch eine Mikro eingebaut. Das finde ich prima. Also beim Film, ja, also wenn man im Hintergrund sehr viel Lärm ist und trotzdem man in die Kamera spricht, hört man bei der Videoaufnahme, also bei der Videodatei auf. Also dass es halt man die Person trotzdem noch hören kann. Und die finde ich echt genial und die ist praktisch. Ja, da ist mir ein bisschen kaputt gegangen und ja, also die ist meine treue Seele, die werde ich so lange filmen mit der Kamera, also bin ich begeistert. Ja, und das ist alles, was ich in meiner Handtasche habe. Also ich habe generell stellvertretende für meine alle Handtaschen. Ich habe immer eine Crossbody, also eine Schultertasche, die ich immer benutze. Ich finde die Crossbody eigentlich praktisch, wenn man unterwegs ist oder sonst was.
Für mich passen nie alle Sachen rein. Ich brauche echt keine große Handtasche. Das nervt halt sehr. Und wenn man die Sachen sucht, dann findet man nicht. Und ja, also das ist Crossbody. Es ist generell meine Lieblingshandtaschegröße. Also das passt überall eigentlich, finde ich. Ja, und das war's. What's my bag? Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in den Kommentaren. Oder wenn ihr weitere Video-Wünsche habt, schreibt es auch in den Kommentaren. Ich freue mich euch. Bis zum nächsten Video. Peace, Leute.